heute sind wir bei Porsche Classic bei unserem Projekt 959 Paris-Dakar. Hier haben wir heute einen sehr historischen Moment. Wir werden den Motor und das Fahrwerk ausbauen. Und dazu hole ich Uwe Makruzke dazu. Ja, ich habe das Vergnügen und die Ehre und darf die Porsche Classic Werksausführung leiten. Wir haben hier in der Mannschaft drei absolute Top-Spezialisten für 959, die dieses ganz besondere Fahrzeug schon von der Geburtsstunde an betreuen. Einer davon hat sogar die Motoren in der Serienfertigung damals aufgebaut. Also Uwe, ich finde, ihr seid die besten Partner für das Thema. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir das zusammen machen können. 959 Paris-Dakar, 86, erstmalig der Serienmotor damals verbaut gewesen. Darum seid ihr unsere Nummer 1 in dem Thema Technik 959. Wir haben ja jetzt schon gewisse Demontagearbeiten schon vorausmachen lassen. Und jetzt sag mal, was euch denn so aufgefallen? Ja, grundsätzlich nochmal sind wir sehr, sehr froh, dass wir da bei dem Projekt mitwirken dürfen. Gerade was Motoren und Getriebe angeht, da wird es schon ziemlich speziell, weil der 959 ist ein Technologieträger und der Paris-Dakar ist nochmal speziell über seine einzigartige, für diesen Wettbewerb geschaffene Spezifikation. Und ja, da sind wir natürlich emotional voll aufgeladen und werden natürlich da mitwirken und unsere ganze Erfahrung mitbringen, uns abstimmen und gemeinsam das Projekt wieder ins Leben rufen. Ich freue mich drauf, wenn wir das erste Mal den Motor wieder starten können. Wir können mal einmal drum rumlaufen. Ist euch was aufgefallen? Besonderheiten? Habt ihr da irgendwelche markanten Punkte gefunden, die für uns noch verschlossen waren? Also grundsätzlich ist das Fahrzeug natürlich voller spezieller, markanter Themen. Das sagt schon, der beschreibt schon den Einsatzzweck damals. Man erkennt natürlich auch, dass das Auto gefordert wurde in allen Bereichen, in allen Ebenen. Und hier gilt es natürlich dann detailliert drauf zu schauen, wo sind die Bedarfe und wie bringen wir es wieder nach vorne. Ich glaube, da tun wir zusammen unser Lastenheft schnüren, was wir hier am Ende haben wollen. Uwe, wir haben ja schon die Karosserie bei uns abgenommen. Da sind mir schon einige Sachen aufgefallen. Wir haben auch tief gegraben in unserem Archiv. Es gibt gar nicht so viel. Gestern hatte ich ein sehr interessantes Gespräch mit Roland Kussmaul. Der hat von Energie und Geschichten und Technik regelrecht aus sich rausgesprudelt. Klar, der 959, das ist jedes Bauteil, war zu der Zeit auch noch im Prototypenstatus. Aber Motorengetriebe ist schon sehr seriennah gewesen. Ich sehe hier unsere Achsen. Das ist alles andere wie Serie, eher mehr Prototyp behaftet. Die Bremsscheiben hier, die gelocht sind, die extra leicht gemacht worden sind. Also das sind alles so Sachen, die werden uns mal auf die Probe stellen, inwieweit wir das alles wieder zusammenbekommen und überarbeiten können. Idealerweise, wir können es überarbeiten oder wir müssen es tatsächlich neu anfertigen. Das Fahrzeug wird ja hier jetzt im aktuellen Stadium die Antriebseinheit ausgebaut, Motor, Getriebe. Und wir würden uns um das Thema Fahrwerk kümmern und hoffen, dass wir im kürzesten Zeitraum das Fahrzeug wieder im fahrfähigen Zustand haben. Wenn ich hier weitergehe, sehe ich hier alles Bauteile, die sind extra noch mal leichter gemacht. Wir müssen maximal schauen, dass wir sehr viel an dem Fahrzeug bewahren und so wenig wie möglich erneuern. Das machen wir ja schon mit dem Außenhaut der Karosserie. Die soll wirklich nur partiell, wo sie technische Defekte hat, instand gesetzt werden. Aber das Erscheinungsbild ist eigentlich unwiederbringlich bei so einem Auto. Speziell die Originalaufkleber, die Sticker, die Abnahmeaufkleber von damals, das ist unwiederbringlich, das dürfen wir nicht beschädigen. Deswegen wollen wir auch schauen, dass wir die Karosserie nur partiell dort reparieren, wo es wirklich technisch notwendig ist. Also danke, Kuno, für diesen kurzen Rundgang und die Ausführungen zu den Besonderheiten von dem 959 Paris-Dakar. Wir haben durchschnittlich 15 Fahrzeuge hier am Start in Betreuung. Das ist, glaube ich, das ist ein Wort, das ist eine Zahl. Deswegen sind wir da wirklich richtig gut unterwegs. Wir kennen uns da aus. Und trotzdem ist es natürlich bei diesem ganz speziellen Projekt sehr wichtig, dass wir uns ergänzen. Wir sind sozusagen diejenigen, die es dann fachgerecht und perfekt umsetzen, aber immer in enger Abstimmung. Worauf müssen wir achten? Was ist gewünscht? Wie ist der Haltungsgrad? Was ist aus technischer Sicht unumgänglich? Schon am Ende wird ein super Motor, ein tolles Getriebe dabei rauskommen, das auch funktioniert. Ich bin mir sicher, das wird fast schon so laufen wie damals, als das Projekt 959 Paris-Dakar
Prototyp bei den Kollegen in Weissach entstanden ist. Ich denke, da können wir Hand in Hand arbeiten. Wir müssen einige an Recherchearbeiten machen. Wir werden vielleicht noch einen Experten hinzuziehen, der von damals erzählen kann. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir die Zeit finden, auch mal uns gegenseitig über die Schulter zu schauen. Sehr gut. Und ihr seid natürlich herzlich eingeladen. Und ich freue mich riesig drauf, auf die Zusammenarbeit und auf das Projekt natürlich. Und jetzt wollen wir die Sache dann aber auch gleich losgehen lassen. Ich würde sagen, let's go. Wir starten den Ausbau der Technik. Ja, Uwe, für mich ein historischer Moment. Man muss sich überlegen, klar, das sieht jetzt erstmal schmutzig aus, aber für mich ist das der Originaltrack von damals, von der Paris-Dakar, den man auch hier oben noch reingespritzt sieht, bis in den Schottwänden hoch. Finde ich schon sensationell, wenn man sieht, dass das seither nie entzweit wurde, die Karosse mit der Technik. Absolut sensationell. Der nächste Meilenstein ist erreicht und tatsächlich dann Authentizität überhaupt nicht mehr zu überbieten. Eigentlich viel zu schade, das als Zweck zu machen. Man müsste es konservieren. Okay, geht nicht. Aber was wir konservieren werden, ist natürlich den Urzustand, die Originalteile. Hier drin sind technisch, wie gesagt, stets auf dem Prüfstand. Wir werden das funktionell machen. Wir haben von 86 tatsächlich alle drei Fahrzeuge noch im Bestand. Wir haben für uns ausgemacht im Museum, das Siegerfahrzeug, das wird unangetastet bleiben. Dieses Fahrzeug hat die Zweitplatzierung erreicht damals. Deswegen sehen wir das als bestes Fahrzeug an, das auch wieder fahrfähig zu machen. Das Original-Siegerfahrzeug halten wir trotzdem in einer Zeitkapsel fest und versuchen da so lang wie möglich den Schmutz auch in dem Auto drin zu lassen von damals. Sehr guter Hinweis an der Stelle. Dann gehen wir einfach nach der für uns gewohnten Vorgehensweise an den Start und werden hier maximale Funktionalität schaffen. Dann haben wir am Ende auch ein Fahrzeug, das richtig gut geht, richtig gut funktioniert und draußen auch eingesetzt werden kann. Gut, die nächsten Schritte sind klar. Das Aggregat, wie wir es hier nennen, ist komplett ausgebaut. Wir haben hier Motor, Getriebe und die Vorderachseinheit, dem Allrad schön zu sehen. Die Bauteile werden voneinander getrennt. Die Kollegen hier haben einen Motorenbau, die sich speziell um das Thema Motor kümmern. Der wird in den ganzen Einzelteilen zerlegt. Alle Teile werden befundet. Je nachdem, was man noch instand setzen kann, wird instand gesetzt. Das Getriebe wird einmal geöffnet. Man wird reinschauen, ob es welche Beschädigungen gibt. Und das, was noch brauchbar ist, wird wiederverwendet.